Ach Leute, was habe ich mir angetan? Wir haben es mal wieder ein bisschen später, aber ich durfte wieder lange schlafen, wie fast jedes Wochenende, wenn wir jetzt nichts Besonderes vorhaben morgens. Ich habe so bis 11 Uhr habe ich geschlafen und dann habe ich mich jetzt gerade fertig gemacht. Leon hat schon zu Mittag gegessen. Unser Mittagessen, also unser Abendessen habe ich schon vorbereitet. Und jetzt wollte ich noch eine Stunde nach oben gehen und schauen, dass ich schon mal Stoffe zurechtschneide, damit ich es schaffe, nächste Woche vielleicht ein bisschen zu nähen. Oder auch noch heute Abend irgendwann, wenn Dennis dann im Bett ist. Und wir sind jetzt gleich noch eingeladen bei unseren, ja, kann man sagen, Nachbarn. Die wohnen nur 3 Minuten oder so von hier entfernt und da laufen wir jetzt gleich hin. Da sind wir zum Kuchenessen eingeladen und Dennis hat da noch eine Kleinigkeit für die Tochter gekauft. Hier so eine Süß-Extra, keine Ahnung, so eine Mädchenzeitschrift. Oh mein Gott, ich will das auch haben. Und dann gab es noch eine Wundertüte dazu und Pralinen für die Eltern als Dankeschön, dass wir da eingeladen sind. Ja, ich nehme euch heute wieder mit. Ich habe mir gestern mal die Vlogs angeschaut, die ich mit der Kamera gemacht habe. So die ersten Vlogs von mir. Ich habe ja noch nicht so viele gemacht. Da war Leon gerade 1 Jahr und 1 Monat alt oder so. Und das ist so süß, wie der mir hilft und was wir immer alles zusammen gemacht haben. Das war so eine schöne Zeit. Also ich freue mich auch schon drauf, wenn die Zwillinge so alt sind. Meine Haare habe ich wie immer langweilig einfach nur zur Seite gemacht. Aber es geht auch nichts anderes, weil voll oft kriege ich Kommentare, du hast immer dieselbe Frisur. Ja, aber was soll ich mir da Wellen machen? Keine Ahnung, wenn ich jetzt hier nur mit den Kindern unterwegs bin. Ich mache mir jetzt noch einen Cappuccino. Ich habe jetzt hier die Variante Nuss hier in dieser hässlichen Tupperdose drin. Der schmeckt noch ein bisschen schokoladiger, finde ich, wie der normale Milka-Schoko-Cappuccino. Allerdings schmecke ich da die Nuss nicht wirklich raus. Aber ich mache mir den noch, der ist voll lecker. Und ich habe noch ein paar Wochenpunkte übrig, dass ich sündigen kann. Ganz viele fragen auch immer, ob ich mit meinem Wasserkocher zufrieden bin und ich bin total zufrieden damit, weil ich ja 40 Grad dann immer die Flaschen machen kann. Auf 60 Grad mache ich immer den Brei. Wenn ich dann das ganze Pulver und so eingerührt habe, ist das schon auf die Verzehrtemperatur abgekühlt und auf 80 Grad mache ich mir meistens einen Tee oder einen Cappuccino. Also ich finde es echt gut, also nicht nur für die Babyflaschen, sondern auch für mich, dass ich den Cappuccino besser, schneller trinken kann, weil er dann nicht so heiß ist. Das finde ich echt gut. Es ist meine neue Sucht. Ich finde es wirklich gut. Es hat nur ein Drittel der Punkte von der Müllermilch und es schmeckt schokoladig. Und es hat sogar noch ein bisschen Koffein. Perfekt. Wenn man stillt, ist es echt super. Man hat so viele Punkte. Man braucht auf nichts verzichten, sondern man muss es nur in Maßen essen. Also das macht mir wirklich Spaß noch. Ich bin mal gespannt. Ich werde das jetzt 1 Monat komplett durchziehen. Dann werde ich auch wieder normal essen. Und dann wollte ich mal 1 Monat probieren, wenn ich nicht mehr still, mit normalen Punkten auszukommen, ob ich damit auskomme. Mal schauen. Also ich werde jetzt kein Dauer-Weight Watcher oder so. Es gibt ja Leute, die machen das über Jahre hin. Manche haben über Jahre sogar nichts abgenommen. Ich höre immer nur, dass sie Weight Watchers machen, aber irgendwie sehen die gleich aus. So eine werde ich jetzt nicht. Ich möchte es einfach nur mal rumprobieren. Mir macht das wirklich echt Spaß. Und ich weiß ja, dass ich auch Sport machen muss, um dass das alles so wird wie vorher, wenn ich Glück habe. Also ich habe noch einen straffen Bauch, aber der ist halt gewölbt. Ne? Und ich weiß, wenn ich jetzt einfach nur abnehme, dann wird das hängen. Und das möchte ich ja auch nicht. Und ich hoffe, dass irgendwann die Zeit kommt, dass ich mir mal für ein, zwei Stunden ein Fitnessstudio gönnen kann oder so, weil hier zu Hause kann ich keinen Sport machen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich habe das versucht mit den Zweien, das klappt nicht. Bei Leon hat das super geklappt, dass ich Sport zu Hause mache. Aber mit den Zwillingen noch dazu, das geht gar nicht. Also ich habe versucht, das geht nicht. Und dann ist das vielleicht mein Fluchtweg, dann einfach ins Fitnessstudio zu gehen. So eine Stunde oder so auf dem Laufrad oder sowas. Mal gucken. Ich habe jetzt gerade noch in Ruhe meinen Cappuccino ausgetrunken. Jetzt gehe ich nach oben. Also ich habe jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit oder so. Und der Jonas müsste auch gleich wach werden. Und dann gucke ich, dass ich schon mal die Stoffe zurechtgeschnitten bekomme. Das sieht hier schrecklich aus. Ich war jetzt, glaube ich, 3 Wochen oder so nicht mehr hier oben. Ich bringe dann immer nur noch Sachen nach oben, lege die dann hier ab und dann gehe ich wieder. Das muss ich auf jeden Fall nochmal die Tage, ja, da habe ich letztens ein Schnittmuster zurechtgeschnitten, das muss ich hier mal aufräumen. Lisa wollte nämlich in ein paar Wochen mit ihrer Familie, also mit ihrer Tochter und ihrem Freund vorbeikommen, weil die Urlaub machen und dann wollten die hier einen Zwischenstopp hinlegen und dann haben wir uns gedacht, können die ja hier auch übernachten.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir machen eine Pyjama-Party. Und bis dahin muss ich hier auf jeden Fall aufgeräumt haben. Das ist so mein Ziel. Dann habe ich wenigstens schon mal einen Ansporn, hier aufzuräumen, weil ich muss es so oder so machen. Alleine die Fenster. Die Fenster sehen richtig schlimm aus. Und ich bin kurz davor, eine Firma anzurufen, dass sie mir die Fenster putzt, weil ich es einfach nicht schaffe. Aber ich finde, so Fensterputzen ist das allerletzte, was ich machen würde. Ich gucke einfach, dass ich das Haus so weit sauber halte und mich dann halt um die Kinder kümmere. Das ist natürlich erstmal viel wichtiger. Und irgendwann habe ich auch wieder Zeit, Fenster zu putzen. Aber mich stört das doch schon arg. Ich wollte euch mal den Stoff zeigen. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich habe den vor 4 oder 5 Wochen gekauft. Vor 5 Wochen, kurz bevor der Jonas krank geworden ist, habe ich diesen Stoff bei Amazon bestellt. Ich habe den gesehen, das ist so ein Paneelstoff, sagt man dazu, wenn man halt nur ein Hauptbild hat. Und dann ist hier nochmal ein passender Gegenstoff, kann man das so sagen. Auf jeden Fall ein passender Stoff mit dazu. Und da habe ich mir gedacht, cool, dann mache ich den Leon dann einen richtig schönen Hoodie raus. Ja, Pustekuchen. Ich habe das vordere Teil ausgeschnitten, hatte die Ärmel schon fertig und ich hatte nichts als Hinterteil und was ich als Kragen nehmen konnte. Und dann musste ich mir nochmal diesen Stoff bestellen. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das machen soll. Ich hätte nämlich gerne diesen Stoff gehabt ohne diesen Bären drauf, weil ich was für hinten brauche. Und ich weiß nicht, ob dieser Abstand für hinten, für den Rücken von Leon reicht. Da muss ich mal schauen. Ich würde es nämlich doof finden, das als Rücken zu nehmen. Und das als Vorderteil. Also ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich werde das jetzt gleich mal schauen, wie ich das jetzt zurechtschneide, damit ich den Hoodie heute noch fertig kriege. Und ich wollte noch eine Pumphose mit einem passenden Dreieckstuch nähen für eine Freundin. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe. Ich denke, ich werde diesen Stoff hier nehmen. Den habe ich ja mal gekauft. Den habe ich euch schon mal gezeigt in einem Vlog. Das als Bündchen und das als Hintergrund oder das Blaue. Aber ich fand das mit dem Grünen sehr schön. So habe ich das ja damals im Laden gesehen. Deswegen werde ich diese Kombination auch für sie nähen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den Stoff für die Zwillinge nehme. Aber ich finde das auch echt schön zum Verschenken. Das ist jetzt hier noch der Rest von dem anderen Stoff, den ich schon zurechtgeschnitten habe. Das ist hier, das zeige ich euch mal, was ich schon daraus ausgeschnitten habe. Also das wollte ich dann als Vorderteil haben für den Pullover, für den Hoodie. Und dann habe ich schon einen Ärmel ausgeschnitten. Hatte ich vor, dass ich diesen Stoff nochmal als Kragen nehme und von innen der Kragen wird dann aus diesem gestreiften Stoff. Und ich habe hier schon das Hinterteil zurechtgeschnitten. Aber das finde ich irgendwie total doof und deswegen hoffe ich, dass dieser Stoff noch für hinten reicht, ohne dass ich da nochmal den Bären drauf habe. Das wäre nicht so schön. Hier kann man sehen, dass dieser graue Stoff gar nicht mehr reichen würde als Hinterteil. Ich hätte dann immer ein Stück von dem Paneel hinten drauf. Das finde ich schade. Der Bären hilft mir jetzt beim Zurechtschneiden. Ich muss nur noch einmal den Kragen zurecht. Ich habe die Kragenvariante von Melian. Also ich werde euch das Schnittmuster unten mal verlinken. Und mir fällt gerade ein, als ich euch das letzte Mal verlinkt habe, habe ich das falsch verlinkt und ich habe es noch nicht korrigiert. Ich werde euch auf jeden Fall den richtigen Link von dem Schnittmuster, was ich heute, hoffentlich heute Abend noch nähen werde, unten in die Infobox setzen und den passenden Extra-Kragen. Also ich habe jetzt eine andere Variante. Normalerweise ist bei der Mini-Missy ist dieser Kragen mit dabei. Mama, wenn die Schere! Ich muss ja echt mal aufräumen. Ich weiß noch nicht, wann ich das machen soll, weil ich immer froh bin, wenn ich die untersten Etagen geschafft habe. Heute ist übrigens noch der Keller dran. Viele können das nicht verstehen, warum ich so viel putze, aber das muss ich leider machen, weil ich 2 Katzen habe und die ganz viele Katzenhaare verlieren. Wenn ich das nicht machen würde, dann würden die Kinder voll mit Katzenhaare sein und ich finde das ziemlich eklig. Wenn ich die Katzen nicht hätte, dann reicht das, wenn ich nur aufräume. Meine Freundin sagt auch immer, warum putzt du immer so viel? Bei dir kann man doch eh vom Boden lecken. Ja, aber das kann man ja nur, vom Boden essen, aber das kann man ja nur, weil ich ja immer putze, sonst könnte man das nicht. Also jetzt, ich würde nicht vom Boden essen, aber man könnte es vielleicht machen, wenn ich gerade geputzt habe. Ich hatte die Kapuze davon. Das war auch echt einfach, hätte ich nicht gedacht, aber den Schal hatte ich bis jetzt noch nicht. Hier ist der Dachboden. Hier oben. Möchtest du mir auch helfen? Never.
Die habe ich eingepackt. Okay. Hast du die Zeitschrift eingepackt? Ja, die liegt hier drauf. Okay. Let's go. Muckel, hä? Du hast ja noch überall Brei im Gesicht. Der Papa macht euch nie richtig sauber, ne? Ist so weit. Hätte ich die Sachen nicht rausgelegt, wenn die anziehen, sondern hätten die, weiß ich nicht. Strumpfhose und Body. Ja, genau. Wir gehen jetzt baden, also die Kinder gehen baden. Da liegt ja schon einer. Hey! Ich gucke, dass ich jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereite, dass es gleich richtig schnell geht, wenn ich die Babys entgegennehme und die dann nur noch umziehen brauche und dann direkt ins Bett legen kann. Mäuse schlafen jetzt oben und Leon wird jetzt auch gleich sofort schlafen. Beim Leon ist das immer total unkompliziert. Und ganz viele fragen auch immer, wie wir die beiden zum Schlafen bringen. Es ist immer unterschiedlich. Heute war Ben so müde, dass ich ihn nur abgelegt habe, den Schnuller gegeben habe und er ist sofort eingeschlafen. Das ist selten so der Fall. Vorgestern ist es ja so gewesen, dass wir die einfach nur zusammengelegt haben und die waren gut drauf und haben gespielt und dann sind die nach ein paar Minuten eingeschlafen. Das ist immer unterschiedlich. Manchmal müssen wir die beiden auch im Schlaf schunkeln oder ganz häufig ist es beim Jonas aber so, dass er beim Stillen dann einschläft. Ich mache jetzt unser Essen, das habe ich schon vorbereitet. Das wird einfach nur angebraten und mehr ist das nicht. Also da bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Ups, das waren die Heidelbeeren. Und das Dressing habe ich auch schon vorbereitet. Einfach nur ein Joghurt-Dressing mit Salz, Pfeffer und Zitronenmelisse. Was ich schon fertig mariniert habe. Dann haben wir noch einen Rucola-Salat. Und dazu mache ich die Süßkartoffel-Wedges. Ich finde, die schmecken nicht ganz so gut wie die richtigen Wedges. Ich habe die nämlich heute Mittag für Leon gemacht mit Fischstäbchen. Und Leon mochte die nicht so und ich auch nicht. Die Küche ist aufgeräumt, der Airfryer muss erstmal auskühlen, dann kann ich den auch wegräumen und das lasse ich jetzt so trocknen. Nehmen wir jetzt mal ein Malzbier. Ach, und ich wollte noch einen Nachtisch, weil der ist auch noch, aber ich habe noch voll viele Punkte, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe Angst, dass wenn ich diese ganzen Punkte jetzt auf einmal verbrauche, weil ich jetzt voll viele Punkte halt noch überraschenderweise habe, obwohl ich die zwei Stücke Kuchen auch schon eingetragen habe, habe ich halt Angst, dass ich, wenn ich das alles auf einmal esse, dass das nachher ansetzt. Und ich möchte morgen ein bisschen weniger auf der Waage haben. Ich würde gerne wissen, ob ich nach zwei Wochen Erfolge sehe. Ich habe nach einer Woche, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, nach einer Woche waren es 500 Gramm. Das hört sich jetzt komisch an, aber man soll eigentlich auch nicht mehr abnehmen, wenn man noch stillt. Also finde ich diese 500 Gramm ganz okay und ich merke ja an meinem Essverhalten, dass es viel besser geworden ist von den Süßigkeiten, obwohl ich gestern echt einen Rückfall hatte. Ich habe alles eingetragen, deswegen wundert mich das, dass ich immer noch so viele Punkte habe. Am Wochenende schlafe ich immer lang und da habe ich dann auch keine Zeit zum Essen und in der Woche bin ich ja viel länger wach. Da habe ich längere Wachphasen und auch mehr Zeit zum Essen. Ich glaube, das liegt daran. Wir werden das Eis jetzt genießen und dabei werden wir Big Bang gucken. Und frag mich nicht warum, aber ich habe mich jetzt total lange hier im Keller aufgehalten. Ich habe noch ein paar Sachen aussortiert. Deswegen schaffe ich es jetzt leider nicht mehr zu nähen. Ich möchte euch trotzdem noch mal was zeigen, was ich gerade aus der dunklen Ecke hier im Keller rausgeholt habe. Mein Hochzeitskleid. Könnt ihr das sehen? Ich habe mir gedacht, wir ziehen jetzt zwar zusammen das Kleid an, also ich natürlich, und ihr könnt das sehen.
Und dann war es das auch, genau. Hallo? Ah, meine Brust. Ich muss noch mal zurück, ich hab's voll schon. Oh, das ist schwer. Shit. Komm nicht mehr raus. Scheiße. Ja, so geht's besser, dann ist das nicht so schwer. Oh, normalerweise müsste der. Ja, ich merke, ich habe ein bisschen zugenommen. Ah, sind auch nur 14 Kilo mehr wie damals. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Oh mein Gott. Könnt ihr das sehen? Nee, ne? Warte, ich. Ich mach das mal so. Mir sind so viele Leute damals hinten drauf getreten und ich habe das Kleid auch noch nicht gewaschen, weil das ja Unglück bringen sollte und weil mir das wohl zu teuer war mit der Reinigung. Ich bin den ganzen Tag dann immer nur so rumgerannt, hatte natürlich die passenden Schuhe an und meine beste Freundin hat dann hinten die Schleppe immer festgehalten. Hier ist ein Cola-Fleck drauf, da ist mir ganz zum Schluss, Gott sei Dank zum Schluss, ist mir hier Cola ausgekippt. Der Reifrock rutscht ein bisschen. Ich fand es halt so gut, weil das komplett figurbetont ist bis unterm Popo und der Rest ist dann ja prinzessinnenmäßig. So hatte ich nämlich beides vereint. Einmal dieses enge, figurbetonte und dieses weite prinzessinnenmäßige. Zu diesem Kleid gehörte auch noch so ein richtig schöner, langer Prinzessinnenschleier. War nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen habe ich den dann nochmal, den habe ich auch irgendwo bestellt. Ich habe mir die Haare hochstecken lassen. Und dann haben die mir das hier so hinten reingemacht. Und dann hatte ich, das habe ich hier auch irgendwo rumfliegen, noch so ein Diadem. Wenn wir 25 Jahre verheiratet sind, dann haben wir gesagt, wollen wir nochmal neu heiraten. Da freue ich mich drauf. Zumindest nochmal die Feier machen. Jetzt hängt die Mutti hier in der Waschküche und hat ihr Hochzeitskleid an. Und muss nebenbei noch bügeln. Und hier hinten wird das total eng geschnürt. Bis man keine Luft mehr kriegt, dann sitzt es perfekt. So, jetzt bin ich aber unfähig hier. Oh, ist das schön. Das war's dann jetzt auch mit der Vlog-Woche. Ich hoffe, das hat euch gefallen, die Woche, auch wenn sie ziemlich eintönig war, wie ich finde. Aber momentan ist das so mein Alltag, ziemlich eintönig. Er wird immer anstrengender und das sage ich auch immer wieder. Also von Tag zu Tag werden die Tage immer anstrengender und die krabbeln noch nicht. Also oh, da bin ich echt mal gespannt, wie das so wird. Aber ich hoffe, dass ich euch regelmäßig, und wenn es nur einmal die Woche oder vielleicht auch nur alle 2 Wochen ist, dass ich euch da regelmäßig mitnehmen kann. Und dass ihr das gemeinsam mit mir miterleben dürft, wie die Kinder groß werden und ja, wie ich so den Alltag meister. Auch wenn es ziemlich eintönig ist. Mir macht es Spaß. Das ist auch die Hauptsache, dass die Kinder glücklich sind, dass ich noch Spaß an meiner Arbeit als Mama habe. Das sollte auch so sein. Bis ich wieder arbeiten gehe. Ich habe noch viele, 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 viele Videos in Planung und viele Ideen. Die kann ich momentan aus zeitlichen Gründen nicht umsetzen. Irgendwann werde ich wieder viel Zeit haben und dann kann ich die Ideen auch hoffentlich umsetzen. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir noch lange treu seid, auch wenn nicht so oft Videos kommen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in die Woche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt frage ich mich nur, wie ich hier wieder rauskommen soll. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, ich hab mich. Oh nein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann jetzt nicht den Dennis wecken und sagen, der soll mir hier raushelfen. Der kriegt doch erstmal einen Schock, warum ich das Kleid anhab.